Guten Morgen mit einem wirklich sehr Instagram-tauglichen Frühstück. Good morning in the morning. Ja, wir haben gerade gefrühstückt und jetzt ist unten ein kleines bisschen was los, deswegen bin ich jetzt hochgegangen. Ich habe noch eine kleine Info, habt ihr wahrscheinlich auch schon in meinem... Entweder ihr habt es in einem Titel gelesen oder ich schreibe es gar nicht in den Titel rein. Und zwar bin ich schwanger. Ganz viele haben das schon erraten. Und ihr seht, es macht mich ein bisschen nervös, es zu sagen. Gar keine Lust auf dieses, ich habe es dir doch gesagt oder ich habe es schon vorher gewusst und so weiter und so fort. Man behält sowas, ich weiß nicht, ich denke mal, die Schwangeren oder die schon schwanger waren und die Mütter wissen das auch. Man behält sowas erstmal für sich, bis man sich einfach wohlfühlt, es anderen zu sagen. Und bei mir ist es dann auch noch das Internet. Das heißt, jeder, der darauf zugreifen möchte, kann sich dieses Video angucken, ohne dass er irgendwas dafür tun muss, bezahlen muss oder so. Sondern ihr könnt euch diese Videos einfach frei anschauen. Und ich wollte natürlich erstmal, dass ich damit zufrieden bin, dass ich damit glücklich bin. Und ja, einfach auch so eine entspanntere Phase habe. Weil, ehrlich gesagt, ich möchte das nicht so super breit treten. Ich dachte, ich mache vielleicht ein Q&A, wo ihr mich fragen könnt, was ihr wollt. Also vielleicht ein Style and Talk oder vielleicht besser ein Q&A, weil man dann ein bisschen freier sprechen kann. Weil ich muss sagen, ich war keine von den Glücklichen, die es sehr leicht hatten, schwanger zu werden. Die einfach nur probiert haben und dann hat es geklappt. Ich hatte so ein bisschen, habt ihr bisher Hormontherapien gemacht. Ich habe zugenommen, da haben mich super viele darauf angesprochen. Die einen sprechen darauf an, die anderen machen einen etwas... Oder machen, ja, sich anders bemerkbar, sage ich dir mal so. Du bist nicht mehr alleine in deinem Körper, es ist einfach was anderes. Und durch die Hormone, die du nimmst, je nachdem, vielleicht hat man ja auch Übelkeit oder so eine Schwangerschaft gehabt, das war bei mir ganz schlimm, nimmt man auch tatsächlich zu, obwohl man meint, es wäre andersrum. Aber wie gesagt, wir machen ein Q&A, wir quatschen darüber, wenn ihr Lust habt. Und ja, gestern habe ich sie auf Instagram gepostet, weil... ich mich jetzt einfach damit wohlfühle, es zu sagen. Und wie gesagt, ich möchte nicht, dass sich irgendjemand unwohl fühlt, während er dieses Video schaut. Ich werde nicht jedes Video auf diese Schwangerschaft fokussieren oder mich dauernd seitlich da so hinstellen und meinen Bauch präsentieren oder so. Ich weiß, es kann wehtun, das zu sehen. Und deswegen werde ich sehr diskret oder beziehungsweise könnt ihr mir sagen, wie viel ich euch davon geben soll. Ihr werdet auf diesem Kanal also nicht voll gespoilert werden, nur mit Mom-Sachen und Mama-Sachen und sowas. Ich werde hier mein Ding durchziehen und wenn es passt, integriere ich es mit rein. Wenn es euch zu viel oder zu wenig wird, könnt ihr mir Bescheid sagen. Es ist auch mein erstes Mal, also weiß ich nicht genau, ja, wie ihr reagiert und auf was ihr jetzt bestimmt Acht geben werdet oder worauf ihr jetzt achtet und was wir jetzt, ja, so Neues miteinander teilen. Und deswegen wollte ich euch das direkt am Anfang des Videos sagen. Man wird auf jeden Fall ein bisschen Bauch sehen. Er ist auf jeden Fall schon da. Und er war relativ früh da, muss ich sagen. Und ich habe relativ früh zugenommen. Das heißt, man hat es relativ früh gecheckt. Und trotzdem bitte ich euch, die Leute nicht danach zu fragen, sobald sie euch nicht das gesagt haben. Weil es einfach Tage geben wird, an denen es einer Frau sehr, sehr wehtun kann, wenn sie diese Frage hört. Ich gehe auch wieder zum Sport. Ich fühle mich auch wieder besser in meinem Körper und habe heute eine wirklich, wirklich, wirklich coole Kooperation, eine sehr coole Integration. Ich hoffe, ihr freut euch mit mir. Ich habe es euch schon vor ein paar Wochen, glaube ich, erzählt. Und zwar ist dieses Teil des Videos eine Zusammenarbeit mit Farfetch. Und Farfetch ist eine Plattform, auf der ich wirklich schon lange shoppe. Lass es wirklich 2017 oder sowas sein. 10 Jahre, nachdem es gegründet wurde, also eigentlich noch ein sehr junges Business, was schon super, super erfolgreich ist, weil ihr einfach über 3000 Brands weltweit findet. Und zwar wirklich die High-End-Brands der Brands. Was ich auch super finde, ist, dass kleine Boutiquen auch die Chance haben, eben ihre Produkte dort online zu stellen, weil sie nicht selber die Möglichkeit haben, eine Online-Präsenz aufzubauen. Also können sie da zum Beispiel ihre Pieces, die sie in ihrer Boutique aus aller Welt haben, einfach da online stellen. Und da ist wirklich auch für jeden was dabei. Also da gibt es Kleidung, Schuhe. Was ich immer da finde, sind diese wirklich ausverkauften Sachen, die ihr nirgendwo mehr kriegt, die kriegt ihr noch bei Farfetch. Gerade zum Beispiel diese ganz legendäre Gucci-Strumpfhose, sie gibt es noch bei Farfetch, die es einfach nirgendwo mehr gab. Ne? Oder ganz seltene Yeezys oder sowas, ihr findet sie bei Farfetch und könnt euch da einfach einloggen, es bestellen, es wird euch nach Hause gebracht. Was auch super, super ist, wenn zum Beispiel euch was nicht passt. Der Kundenservice ist so gut. Ihr habt immer ein Retour-Label mit im Paket mit drin.
das ist, was dieses High-End einfach ausmacht. Also ihr müsst euch irgendwo noch hin zu einem Drucker und das irgendwie aussuchen. Und dann steht da manchmal, dass es aus Frankreich ist, dass es aus Italien ist, das Paket. Oder aus, ich weiß nicht, überall her. Ich kriege manchmal so schwer Luft, jetzt wisst ihr warum. Auf jeden Fall ist da immer ein Retour-Label mit drin. Es ist so liebevoll eingepackt. Es kommt immer, ich zeige es euch gleich. Ich habe nämlich hinter mir Pakete von Farfetch. Nicht das erste Mal in einem Video. Ich zeige euch super oft einfach Farfetch-Produkte, die ich neue Saison oder pre-loved oder also schon mal Vintage, schon mal von jemand anderem geliebt und weiterverkauft. Gibt es dort nämlich auch gerade so sehr rare Chanel-Produkte, Taschen oder Schuhe oder Brillen oder sowas, ne? Findet ihr, ich finde auch übrigens Vasen und Schlüsselanhänger und sowas. Also es ist wirklich eine riesige Plattform, die aber, du gehst da drauf und du fühlst dich nicht verloren. Wo war ich? Also es ist auf jeden Fall in schönem Seidenpapier eingepackt. Also ich habe die App, ich komme mit der App sehr, sehr gut klar. Es ist auch übrigens so, dass wenn ihr was in den Warenkorb legt, es nicht nach 60 Minuten raus ist einfach und ihr das nicht mehr wiederfindet. Es liegt, solange es verfügbar ist, in eurem Warenkorb. Manchmal sind die Teile auch wirklich streng limitiert. Dann steht da dahinter auch noch zwei Artikel übrig oder noch ein Artikel übrig. Dann wisst ihr auch, okay, es ist schnell vergriffen. Eine persönliche Unterhaltung per E-Mail mit einer Farfetch-Mitarbeiterin, da ging es um Schuhe und ich war so, so happy über diesen E-Mail-Verlauf. Hab mich dann zurückgemeldet und dann kam auch super schnell immer eine Antwort, super lieb, super höflich. Und am Ende war auch wieder alles super gut. Also ich war nie enttäuscht oder sowas, sonst würde ich nicht hier sitzen und diese Integration machen. Ein Hemd von Jacquemus oder Jacquemus. Wie spricht man die da aus? Sagt es mir. Im Sale mal gekauft und auch zwei Blazer mal im Sale gekauft. Die wirklich so klassischen Pieces, die es noch in meiner Größe gab. Wenn ich Zeit habe, gehe ich dann einfach in die App und schaue, was es gerade in meiner Größe gibt und was vielleicht auch gerade im Sale ist. Diese super, super seltenen Ohrringe, die blende ich euch hier ein. Ich glaube, ich gibt es nirgendwo mehr und ich habe sie jetzt gerade auf Farfetch gefunden. Mich zurückhalten, sie nicht zu bestellen. Aber ich habe tatsächlich ein paar Pakete dort bestellt und zwar neue Saison Klassiker, würde ich schon fast sagen, weil es ist zwar eine neue Saison, aber ihr werdet gleich sehen, es ist auch ein Klassiker. Ich bin ein großer Fan davon, in Produkte zu investieren, die einfach Qualität haben. Wenn ich mir jetzt einen Mantel kaufe, der eine tolle Qualität hat, der Jahre hält, dann habe ich auch was für die Nachhaltigkeit getan. Ein klassischer Trenchcoat wird für immer ein klassischer Trenchcoat bleiben. Ich werde mir nie einen zweiten klassischen Trenchcoat kaufen, wenn ich wirklich in etwas investiert habe, was kein Fast Fashion ist. Aber bevor ich jetzt hier noch ewig sitze und euch erzähle und erzähle, zeige ich euch, was ich bei Farfetch bestellt habe. Ich habe hier übrigens noch meinen Jogger an. Ich werde den gleich nochmal anziehen, um einfach ein paar Pakete zu unboxen. Aber zuerst mache ich mich schick für euch. Und da ist er übrigens, der Bauch. Da ist er. Ich werde mich aber gleich für euch schick machen und euch ein paar Herbstlooks zeigen, die ich jetzt damit kreieren werde. Aber zuallererst packen wir das mal aus. Ich kann nicht mehr alles auf einmal tragen. Deswegen nehme ich immer Stück für Stück für Stück. Ich will das Paket nicht zerstören. Weil wie gesagt, wenn etwas nicht passt, habt ihr überhaupt gar keinen Stress, um das wieder zurückzuschicken. Wirklich immer schön in dem Seidenpapier eingepackt. Je nach Brand sieht es auch mal anders aus. Und das hier ist vom, es ist vom Comosee. Hier steht Lake Como. Und ich war ja da vor 2 Jahren ungefähr. Und ich liebe den Comosee. Und oh mein Gott, gibt es irgendwas Flauschigeres als diesen Pullover? Ich werde mal versuchen, hier die Belichtung ein bisschen so einzustellen, dass ihr sehen könnt, was für ein wunderschöner Sweater das ist. Das sieht so gemütlich und so warm aus in diesem wunderschönen, ja, Haferton. So, so schön. Ich werde das gleich für euch mal anziehen, um euch das zu zeigen, aber es fühlt sich so an, als würde er nicht kratzen. Es hat hier sogar ein kleines D eingestickt oder eingenäht. Das ist eine Marke aus Italien, die heißt Don't Up. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus, oder? Don't Up. Und hier ist auch nochmal das Farfetch Label dran. Bitte dran lassen, falls ihr, damit ihr gucken könnt, ob es euch passt oder nicht. Ich muss mir noch unbedingt so eine Stange holen, auf die ich dann das aufhängen kann, um euch dann zu zeigen, ja, um euch einfach die verschiedenen Looks zu zeigen, weil ich habe wirklich Lust auf so Herbst-Winter-Looks, die man auch mit Bauch tragen kann. Ohne, dass ich wirklich Mom-Sachen mir extra kaufe, weil ich mir, wie gesagt, Sachen kaufe, die einfach Jahre halten und die nicht nur jetzt benutzt werden können. Hier ist zum Beispiel ein kleiner Sticker mit Enjoy drauf. Das macht dieses Luxuserlebnis nochmal zu Luxus. Und hier ist mein neuer Trenchcoat von Sandro.
Und ich hoffe so sehr, dass er mir passt, weil er sieht so wunderschön aus. Er ist aus der neuen Saison. Es ist wie diese gerafften Röcke. Und hier oben ist er ganz klassisch ein Trenchcoat. Und auch wieder in so einem wunderschönen Oatmeal. Perfekt für den Herbst. Er ist nicht zu dick, natürlich, weil es ein Trenchcoat ist und kein Wintermantel. Der Knopf ist auch so schön, hier auch an den Seiten. Ich achte halt extrem auf so Details. Und hier drinnen ist er in so einem schönen Champagner. Sehr, sehr hübsch. Worauf ich auch immer sehr achte, weil ich sehr oft einfach die Ärmel umkrempel oder es halt auflasse, ne? Ja, zeige ich euch auch gleich angezogen. Und ihr findet dann nochmal die weiteren Informationen, wie gesagt, mit Retour-Label oder in dem Paket. Dieses Paket bin ich sehr, sehr freudig gespannt, weil ich habe mir diese Schuhe schon im letzten Jahr angeschaut und ja, sie waren ausverkauft in 3 Sekunden. Das hier kommt in einem Staubbeutel. Manche Firmen machen das auch nochmal in einen Staubbeutel rein, gerade bei Schuhen und Taschen sind sie zu 90% einfach in dem Staubbeutel. Und ich hoffe so sehr, dass auch diese mir passen. Und zwar sind das Boots von Chloe. Extra Staubbeutel nochmal für die einzelnen paar Schuhe. Das brauche ich auch immer, wenn ich reise. Ich habe so eine ganze Kiste wirklich nur mit diesen Staubbeuteln, weil ich habe einmal den Fehler gemacht, das nicht so reisend mitzunehmen und es war dann beschädigt oder zerkratzt oder hatte Flecken von irgendeinem anderen Teil, was auch mit im Rucksack oder beziehungsweise im Koffer war. Und deswegen, do it, Leute, do it. Ah. Sie sind so schön, oder? Sie sind so schön. Das sind diese Stiefel von Chloe. Die gab es im letzten Jahr in so einem noch beigeren Beige. Das hier ist so ein Oatmeal. Das gefällt mir zum Beispiel persönlich sehr, sehr gut. Ich habe einfach eine Strumpfhose dazu, vielleicht einen Rock und dann den Pulli und diesen Trenchcoat. Ich werde euch das jetzt alles einmal getragen zeigen. Und hätte auf der Seite einen Reißverschluss, also keine Sorge, ihr müsst nicht da durch. Hier hängt auch nochmal das Label, das lasse ich natürlich dran, bis ich weiß, ob es mir passt oder nicht. Und die Sohle fand ich, also auch diese, das hier alles fand ich schon immer, auch schon im letzten Jahr, waren die ja wirklich so hyped und so schnell weg. Ich ziehe das Ganze jetzt einmal an. Das Paket hinten ist ein Paket einer Freundin, das sie mir geschickt hat. Das zeige ich euch später. Ich bin absolut verliebt in diesen Look. Ich werde diesen Pulli, glaube ich, nie wieder ausziehen. Er ist so gemütlich. Er kratzt nicht. Er ist auch sehr warm. Ich weiß, er wird mich gut über Herbst und Winter und auch noch Frühjahr begleiten. Und ich ziehe den hier mal raus, damit ihr gucken könnt, wie lange er ist. Also er ist zum Beispiel auch so mit so einer coolen, ich würde den mit einer beigen Leggings oder so auch anziehen. Tragbar oder ich habe hier im letzten Jahr im Sale einen Sandro-Rock bei Farfetch gekauft. Das ist also ein Hosen, eigentlich eine Shorts, aber sieht aus wie ein Rock durch diese wunderschönen Falten. Dieser Pulli ist eine absolute Liebe. Es gibt auch noch einen Cardigan. Er ist leider nonstop ausverkauft. Ich kann es kaum erwarten, bis er wieder da ist, damit ich auch ihn ganz schnell bestellen kann. Ihr könnt euch immer auf die Wishlist setzen, dann kriegt ihr eine Mail, sobald euer Artikel wieder verfügbar ist. Aber es ist wirklich ein sehr schöner Herbst-Winter-Look. Auch mit diesem Skirt sehr, sehr schön. Und ihr habt ja auch die Schuhe hier in der Nahaufnahme. Sie sind ein Traum. Ich habe auch schon das Etikett gerade abgemacht, weil ich werde sie definitiv behalten. Es kann sein, dass sie ein bisschen zu oatmealig sind für diesen kompletten Look. Dazu werde ich euch jetzt gleich nochmal ein anderes Kleid oder so zeigen. Grau für diesen Look, zu kühl. Vielleicht sollte ich dazu eher bräunlichere. Ja, jetzt wird die Kamera wieder dunkel. Hallo! Danke! Vielleicht sollte ich jetzt so ein bisschen bräunlichere Schuhe anziehen. Dazu werde ich euch gleich nochmal einen anderen Look aber zeigen. Einmal den Pullover so rausgelegt. Ihr könnt natürlich da nochmal einen Gürtel drum binden. Bei mir wird es ein bisschen kritisch, je nach Umfang. Aber wir können zum Beispiel einen Louis Vuitton, findet ihr auch. Pre-owned übrigens bei Farfetch. Also ich habe jetzt das Louis Vuitton-Zeichen nach vorne. Das ist so ein Wendegürtel mit noch schwarz. Könnt ihr natürlich auch weglassen. Ich habe meine Sandro-Shorts noch in meiner 34 oder 36, die ich getragen habe. Ich habe sie hinten einfach offen gelassen. Ihr müsst eure Sachen nicht alle komplett neu kaufen. Ihr könnt auch den Pulli da drüber hängen und dann ist es, was es ist. Also ich muss jetzt nicht nur noch Mom-Jeans oder sowas tragen, sondern kann absolut meine Lieblingsteile noch mitnehmen. Ich werde jetzt noch einen anderen Look mit den Schuhen kreieren. Momento. Ich hoffe, du bist jetzt mal heller. Ich habe hier zwar ein Licht, aber es wird dann so ein bisschen gelblich, aber besser als gar nichts. Oder nichts zu sehen, weil es draußen gerade wieder richtig dunkel ist.
Das hier ist der Trenchcoat meiner Träume. Allerdings ist er zu klein. Ich habe ihn jetzt in der 38 bestellt. Ihr könnt immer in die Größentabelle gucken. Das wird euch bei Farfetch auch angezeigt. Wenn es italienische Größen sind, vielleicht eine Nummer größer. Ich habe mir den jetzt genau jetzt gerade in der Sekunde, damit er nicht weg ist, bevor ich dieses Video online stelle, den nochmal gekauft. Kurze Anmerkung, ich habe nicht gesagt Fast Fashion oder Street Styles, jetzt alles aus eurem Schrank rausschmeißen oder so. Ich habe zum Beispiel auch H&M Pieces, wie zum Beispiel dieses Hemd. Das kann ich auch noch Jahre tragen, weil es einfach tolle Leine ist. Also wirklich auch schauen, dass ihr das schön miteinander kombinieren könnt. Luxus und Street Styles, gerade so klassische Pieces, das hier, das kann ich noch tragen, wenn ich, keine Ahnung, nach 20 Jahren tragen ohne Probleme. Und es ist wirklich wunderschön. Er hat auch noch Taschen. Ich bin so verliebt in diesen Mantel, wenn ihr geht. Es ist ein richtiges Erlebnis. Also es ist so richtig flatternd und schmeichelnd und wunderschön. Dazu habe ich, wie gesagt, dieses schokobraune Hemd dazu kombiniert. Ihr könnt es reinstecken, wenn ihr wollt. Oder halt auch draußen lassen. Ich habe hier einmal diesen Rock von Marsh. Den habe ich auch bei Farfetch damals bestellt. Ich glaube, im letzten Jahr. Auch ein wunderschöner Rock, den ich hinten, wie gesagt, einfach offen gelassen habe jetzt. Aber er ist auch wunderschön in so einem richtig schön karierten Muster. Und auch Marsh bekommt ihr bei Farfetch. Marsh war für mich so einer der ersten Brands, bei denen ich Luxuskleidung gekauft habe. Einfach, weil sie auch so klassisch ist und man sie immer tragen kann. Ich habe auch einen Lederrock, den trage ich schon seit Jahren. Ein wirklich wunderschöner Mantel, den man, ja, absolut tragen kann, wenn man noch einen größeren Bauch hat. Also es ist kein Thema, der sitzt sehr schön. Also, ich habe das einmal noch zugemacht, aber ich glaube, ich würde den eher, das ist für mich eher so ein offener Mantel. Hier noch einmal der Trenchcoat, wie ich ihn gestylt habe, einfach mit so einem dunkelbraunen Schoko-Shirt-Hemd aus Leinen. Mit meinem Pulli, den ich halt auch wie diesen klassischen Rock ewig tragen kann. Teile habe ich auch bei Farfetch bestellt. Das ist einmal die Le Bambino von Jacquemus oder Jacquemus. Und einmal ein Hemd. Und das hier ist auch ein wirklich klassisches Hemd mit einem Rücken-Cutout. Da kann man einfach schauen, dass man irgendwie was Schönes, Spitziges drunter hat als BH. Oder einfach auch ein Klebe-BH, wenn man möchte. Aber ich ziehe einfach was so Schönes darunter an, was ich auch so sehen lassen kann von hinten. Weil es wirklich einen großen Rückenausschnitt hat. Und es ist sehr tailliert, das Hemd. Da passe ich, glaube ich, gerade gar nicht rein. Das ist aber auch so ein klassisches Piece, was ich irgendwie noch Jahre tragen kann mit einem wirklich sehr, sehr schönen, ausgefallenen Stil hier oben. Es hat so einen Doppelkragen und kann entweder offen oder zugetragen werden. Dann auch noch zwei Blazer, die ich letztens bestellt habe. Ich glaube, ihr erinnert euch noch an meinen Haul. Habe ich auch beide im Sale gekauft. Einfach, das sind so klassische Teile. Auch beide Blazer von Sandro. Sehr, sehr schöne, sehr schön sitzende Blazer. Den hier habe ich in Paris rauf und runter getragen. Er ist auch sehr bequem. Und das ist so ein richtig klassischer, gerader, geschnittener, sehr hochwertiger, dicker Stoff. Wisst ihr, das ist so keiner, der so flattert oder so, sondern wirklich ein sehr, sehr hochwertiger Stoff. Dann meine Hochzeitsschuhe. Ich zeige euch kurz, wo sie immer stehen. Sie stehen hier in meinem Regal. Hier oben meine Hochzeitsschuhe. Das sind die Hengisi Satin Schuhe von Manolo Blahnik. Die übrigens auch immer noch sehr, sehr gerne trage. Also ich habe sie nicht nur zur Hochzeit getragen, sondern trage sie super gerne auch einfach mit einer Jeans. Sehr schön zu schönen Events. Vielleicht trage ich sie in der nächsten Woche in München. Sie sind sehr anfällig. Also muss man wirklich sagen, dadurch, dass es Satin ist, kann es schon sein, dass ihr so, es ist halt Stoff, ne? Und der geht ja auf den Boden. Und ja, aber trotzdem hindert es mich nicht, sie zu tragen. Ich liebe sie sehr. Bin ich einmal hängen geblieben, aber es ist halt, was es ist. Und ich habe extra die Kitten Heels immer, weil ich möchte bequem sein. Ich möchte die Schuhe gerne tragen, ich möchte sie oft tragen und ich möchte nicht daran gehindert werden, wegen Fußschmerzen oder so. Ich bin kein Typ, der gerne super hohe Schuhe trägt. Da kriegt ihr auch viel Auswahl einfach bei den Schuhen. Ich habe, weil ich diesen Pulli wirklich super gerne mag und ich ihn sehr, sehr hochwertig und sehr, sehr toll finde, gerade noch einen anderen Look damit ausprobiert. Und zwar wirklich mit einer einfachen, weil er ist sehr warm, ne? Also er ist wirklich hot. Habe ich ihn mit einer einfachen, ja, zum Beispiel bei Stout, kriegt ihr auch bei Farfetch, gibt es diese fließenden Hosen. Dazu habe ich, ich bin gerade auf der Suche zum Beispiel nach einer Tasche von Dior und schaue auch bei Farfetch, weil es auch bei Farfetch Dior gibt. Es ist pre-owned und zwar die ganzen Lady Dior Handtaschen oder Kleidung bekommt ihr bei Farfetch oder auch Ohrringe, wirklich seltene Ohrringe, Vintage-Ohrringe, die sonst wirklich keiner hat oder die es hier einfach auch nicht mehr zu kaufen gibt. Ja,
Schaue ich gerade und ich habe dazu Dior Schuhe angezogen, so High Heels auch. Und meine Vintage und auch Preloved Handtasche von Chanel. Das ist die klassische Double Flap oder Flap Bag 255. Ich finde Lack und Satin und sowieso ein Textilmix immer super schön. Und dadurch, dass sie da hinten diese beige Schnalle hat, passt es einfach perfekt zu meinem neuen Pulli. So, ich habe jetzt hinten schon mal mein Paket fertig gemacht von Sandro, damit ich das zurückschicken kann an Farfetch. Weil ich mir ja schon den neuen Mantel bestellt habe, kann das auch direkt wieder zurückgehen. Farfetch hat natürlich ein Surprise, Surprise für euch. Eine schöne Überraschung, ein schönes Geschenk. Und zwar bekommen neue Kunden einen 10% Rabatt. Das gibt es ja wirklich selten bei so High-End-Brands. Und Farfetch war so lieb, mir noch für die neuen Kunden einen Rabattcode zu geben. Und zwar nennt er sich Tamtam Beauty 10. Damit spart ihr 10%. Er ist, wie gesagt, für neue Kunden und ab einem Einkaufswert von 125 Euro. Ich finde, das ist immer eine gute Chance, eine Seite kennenzulernen, sich mit ihr so anzuvertrauen und dann für besondere Anlässe oder für sein... Ihr seid alle besonders, jeder Tag ist besonders und ihr verdient auf jeden Fall die ganze Welt. Und was auch ganz cool ist, ist, wenn man was verschenken möchte, was sehr hochwertig ist, findet man das auf jeden Fall bei Farfetch. Ja, ich werde mir jetzt gleich nochmal die Gucci-Strumpfhose bestellen. Die ist mir nämlich leider verloren gegangen. Deswegen werde ich sie noch bestellen, bevor dieses Video online geht. Jetzt werde ich mich wieder in meine Jogger schmeißen, weil ich habe unten eine Menge Dekorationen, die wir zusammen auspacken werden. Ich habe einiges bestellt, so Windlichtsäulen und Kunstblumen und sowas, was wir alles benötigen werden, um diesen Raum nachher herbstlich zu gestalten, also noch in diesem Video. Und ja, dann hoffe ich, dass euch dieser Teil mit Farfetch gefallen hat. Ich habe auf jeden Fall, ist mir eine große Ehre, mit Farfetch zusammenzuarbeiten. Jetzt ziehe ich mich, wie gesagt, einmal um und zeige euch, was wir unten noch so an Paketen haben. Es sind nämlich eine Menge, die ganze Zeit im Flur stehen. Und es ist einmal eine Leinwand, eine Staffelei und so, zeige ich euch alles gleich. Dazu möchte ich natürlich nicht meinen neuen Pullover ruinieren, deswegen ziehe ich mich einmal kurz um. Ich hatte die Heizung an und jetzt habe ich erstmal kurz das Fenster aufgemacht, damit hier wieder frische Luft reinkommt. Und es ist wieder so schön draußen. Es ist einfach ein Gemälde. Ich finde, so ein Dachfenster ist einfach ein Traum, ehrlich. Leute, lasst uns einmal diese Pakete sortieren, öffnen, verteilen, wie auch immer. Und ich möchte gerne noch die Kissen hier oben ändern, weil, ja, es so ein bisschen herbstlicher sein soll alles. Dafür will ich noch bei Benuta einen anderen Puff bestellen und eventuell noch andere Teppiche oder so. Aber first things first, lasst uns erstmal das hier öffnen. Weil, ich weiß aber nicht, wie hoch ich euch stellen soll. Ich glaube, ich hole mir mal oben ein Stativ runter. So, ich habe euch jetzt hier auf ein Stativ gestellt, damit ich euch das ein bisschen besser zeigen kann. Eigentlich müsste ich ein Stativ auch hier irgendwo unten lagern, damit ich immer, wenn ich irgendwelche Sachen zeige und so, nicht immer hochrennen muss. Beziehungsweise meistens bin ich zu faul und stelle euch dann auf eine Wasserflasche, aber es ist dann irgendwie eine blöde Perspektive. Und ein paar Sachen bestellt. Das ist leicht, das ist ganz leicht. Wir haben hier wirklich viele Pakete. Das sieht jetzt ein bisschen wenig aus. Was heißt wenig? Nein, sieht es nicht. Aber kennt ihr diese übertriebenen Thumbnails mit diesen 1 Million Paketen? Und man ist so, nehmen die mich ernst, wenn ich ein Paket zeige? Ich habe hier von Yves Saint Laurent ein Paket. It's quality, not quantity. Liebe Tara, wir hoffen, dich hat unser Black Opium Extreme Paket erreicht. Absolut. Hier findest du auch noch die Mascara-Miniatur, die deine Follower beim Einkaufswert von 59 Euro erhalten können. Oh cool. Das ist ja die Extreme Mascara und hier die Miniatur. Ich muss wirklich sagen, früher habe ich so gedacht, wozu braucht man diese Miniaturen? Aber tatsächlich verwende ich sie alle im Urlaub. Also das Gepäck wird so viel leichter, wenn ihr von allem was abfüllt oder die Miniatur nimmt. Oder es ist natürlich auch ganz cool, das zu testen, wenn ihr sowieso sagt, ich wollte das Parfum jetzt sowieso benutzen oder mal ausprobieren. Dann ist es ein ganz guter Zeitpunkt. Dann haben wir noch was von Urban Decay. Oh, eine neue Palette. Die sind ganz schön schnell Paletten machen, ne? So cool. Wo ist die Palette jetzt? Ah, oh, die Palette bleibt so. Oh. Tada, hier unten sind die Lidschatten. Und da oben war praktisch dieses Savels 3D Eternal Ding. Voll cool, oder? Oh, dieser Ton könnte mich... Oh, das könnten wir benutzen morgen oder so. Und wahrscheinlich alle Augenfarben bringen sowas zum Strahlen. Ja, wenn das so ein Gold ist, das ist ja so ein richtiges Honig. Dann haben wir noch, ich glaube, so schminkemäßig nichts mehr. Ich habe nämlich ein bisschen Deko bestellt bei Amazon und so für den Herbst. Und das ist jetzt erst total angekommen. Und ich freue mich so sehr, weil ich nämlich, ich glaube, am Wochenende nichts zu tun habe. Und dann kann ich
voll cool. Ein bisschen herbstlich zu dekorieren. Ich werde euch auch ein Video drehen. Ich weiß nicht, ob es jetzt in diesem Video vorkommt oder in halt so einem gesonderten Video, dass ich mein ganzes Zimmer so herbstlich dekoriere, sodass man auch nur noch einen kleinen Swap braucht für Weihnachten. Ja, das ist so cool. Ich habe hier einmal so Blumen geholt. Sieht cool aus. Das ist so eine Hortensie. So. Und dann sind da noch Stiele. Und das kann man dann hier so drauf klemmen. So ein bisschen auseinanderziehen. Ne? Das kann man dann in eine Vase stellen. Das gibt natürlich dem ganzen Raum auch nochmal so eine schöne Wärme. Und das ist etwas, was ich absolut auch über den Winter da lagern, beziehungsweise lagern, da stehen lassen würde. Vielleicht würde ich noch ein paar rote Hortensien dazwischen packen und das ist it. Davon habe ich eine ganze Tüte. Ich meine, es sind 5 oder so. Nee, es müssten mehr sein. 10. Verlinke ich euch auf jeden Fall alles in die Infobox. Dann haben wir noch so ein Kerzenteil. Fand ich auch sehr, sehr schön. Auch für das Zimmer oben. Ach, das sind 2. Das ist auch etwas, was ich selbst gemacht hätte damals in meiner Studentenzeit, in der ich noch keine YouTube-Videos gedreht habe. Weil, nicht weil, es ist natürlich klar einfacher und auch günstig, das selbst zu kaufen. Das war jetzt nicht so super teuer oder so. Aber es hat mir einfach sehr viel Spaß gemacht, sowas. Ich mache sowas sehr gerne, so Do-it-yourselves und so. Das ist einmal dieses Teil. Das sind einfach aufeinander gestapelte Hölzer, die man entweder, na, kleben würde ich es eher nicht, aber die haben das auch tatsächlich mit so Nägeln zusammengekriegt. Ganz, ganz, ganz kleine, die man nicht sieht erstmal. Ist mir gar nicht aufgefallen. Das ist noch so ein Gläschen. Das stellt man dann hier so in die Mitte. Und dann kann man einfach ein Teelicht oder eine Kerze reinmachen. Ja, auch voll cool. Da sind auch noch so Noppen mit drin. Die kann ich dann unter das Glas kleben, damit sich das nicht hin und her bewegt. Also, es hat zwar nicht so super viel Spielraum, aber es bewegt sich trotzdem. Und es waren sogar 2. Kann ich eins oben und eins hier unten dekorieren. Sagt man Amazon, Amazon. Was ist das für ein Phänomen? Hier ist einmal... Ich glaube, mein Mann ist gerade herumgekommen. Er ist am Tanzen, ich weiß nicht warum. Ah ja, da sind noch mehr Trockenblumen. Ich glaube, das sind sogar echte. Die riechen ein bisschen nach Curry. Oder? So sehen die aus. Die riechen tatsächlich ein bisschen. Ich lasse die auf jeden Fall ein bisschen an der Luft. Aber niemand weiß, was ich da wieder rieche. Aber ja, ich lasse die jetzt erstmal hier. Die machen natürlich auch schön Sauerei. Das hier habe ich gestern schon nachgelesen, weil mich interessiert hat, was das ist. Weil ich kriege normalerweise in diesen braunen Paketen immer alles. Und wenn sowas ankommt, ist es meistens von jemandem, den ich kenne. Und in diesem Fall ist das auch so. Hier ist so eine Dankeskarte auch. Schneidebretter habe ich geschenkt bekommen von einer alten Schulkameradin. Sie heißt Hera und sie hat mit ihrem Mann gemeinsam sich selbstständig gemacht und Schneidebretter herausgebracht. Ich erinnere mich sehr gut an sie, weil sie immer sehr, sehr höflich und sehr, sehr freundlich war und keine von den Mädels, die so Mean Girls waren. Wisst ihr, sie war immer sehr, sehr, sehr süß einfach. War nie irgendwie eine enge Bindung oder Freundschaft oder sowas zu ihr. Ich glaube, das kam einfach dadurch, dass wir in verschiedenen Klassen waren. Aber sie war, wie gesagt, keine, die mich irgendwie damals gemobbt hat oder die aber auch gar niemanden irgendwie irgendwas Böses, glaube ich, tun konnte. Ja, das sind Bambus-Schneidebretter, sehe ich gerade. So sieht das Ganze aus. Und da steht auch, dass sie mir 2 zugeschickt hat. Vielleicht eins für meine Mama oder so. Aber anscheinend gibt es das auch über Amazon. Und das kann ich euch dann auch sonst gerne alles in die Infobox verlinken. Ich muss einmal meine Memory-Boxen oben aufmachen und die ganzen Karten in so Alben kleben. Ja, ich habe leider keine Info, wo es das gibt. Aber ich werde es googeln. Das wäre vielleicht ganz gut zu wissen. Mit Dings Wanne unten drunter. Ach nein. Die haben nämlich auf jeder Seite getrennt eine Wanne. Oder 2. Hier ist einmal. Vielen Dank für Ihren Einkauf. Sie halten eine Reinigungsbürste als Geschenk gratis dazu. Voll schön. Das sieht auch voll schön aus, wenn man das einfach reinsteckt. Und das hier ist dann eine Wanne zum Gemüse reinschneiden zum Beispiel. Hier kann das auch schon abtropfen oder kann man auch Fleisch nehmen. Dadurch, dass das halt Edelstahl ist, ist es perfekt, weil ich schneide zum Beispiel auf Holzbretter kein Fleisch. Ich weiß nicht, ich mag es irgendwie nicht. Ich habe das Gefühl, die Bakterien setzen sich da irgendwie rein. Anwendungs- und Pflegehinweise. Vor der ersten Anwendung, sowohl 1 bis 2 Monate, empfehlen wir das Schneidebrett mit Leim oder Speiseöl einzuölen. Da könnt ihr einfach Speiseöl nehmen und einfach ein bisschen Küchen
Rolle und dann so ein bisschen drüber oder euren Pinsel zum Backen könnt ihr auch machen. Hier haben wir einmal zwei Schalen. Ich glaube, für große Familien, gerade so ab 4 Personen, lohnt sich sowas sehr, weil ich mache oft Essen für viele Menschen. Es wird da unten reingeschoben. Das kriegst du auch noch raus, wenn du es wieder rausschiebst, aber sonst nicht. Und ja, das ist auch sehr cool. Das kann man dann einfach hier hinstellen. Tausend Dank und viele liebe Grüße nach Baden-Baden. Ich hoffe, euch geht es gut und ihr seid glücklich. Ich hoffe sehr, dass meine Community euch dabei unterstützt und dass der eine oder andere sich auch daran verliebt hat oder Gefallen daran gefunden hat. Sowas ist ja immer praktisch und es sieht auch noch sehr, sehr schön und sehr, sehr hochwertig. Das ist wirklich dickes Holz. Das ist kein dünnes Brett oder so, sondern ja. Schon sehr, sehr cool. Ich glaube, ich stelle das sogar einfach auf die Insel. Dann, glaube ich, ist es auch noch drin. Leute, die Demenz hat eingeschlagen wie eine Bombe. Ich weiß nicht, wofür ich die bestellt habe. Ich weiß aber, dass ich der felsenfesten Überzeugung war, als ich sie bestellt habe. Also ich wusste genau, was ich damit machen werde. Und zwar sind das so Windlichtsäulen. Ich fand die auch sehr günstig. Also die haben zusammen 50, also 47 Euro gekostet. Und ich fand, die sahen sehr schön aus. Mal gucken, wie die in echt aussehen. Aber ich weiß nicht mehr für wo. War das für vor die Tür? Obwohl, ich wollte eigentlich was Pflanzenmäßiges vor die Tür stellen. Deswegen kann ich es mir nicht richtig vorstellen. Oder habe ich es für das Wohnzimmer bestellt? Naja, jedenfalls ist es was Cooles, wo man etwas überall hinstellen kann. Aber ich hoffe, dass mir der Ort wieder einfällt. Wir haben hier einmal das Glas oben. Ich mag es nicht so gerne, wenn man die Nähte sieht, aber das ist halt einfach so, ne? Bei Gläsern, außer die sind super, super hochwertig. Und das hier ist einmal das Holzteil. Aber ich finde es auch schön, dass hier so eine Ecke fehlt, weil das ist so ein bisschen echt dann. Sowas hätte ich früher auch definitiv selbst gemacht. Also hätte ich gedacht, nee, das mache ich schön selber. Und das kann man dann hier oben so reinstellen, oder? Andersrum. So, und dann stellt man das einfach, keine Ahnung, stellt man das einfach irgendwo hin. Und wenn man gleich wieder den Papiermüll sieht, dann dreht er durch. So, oh mein Gott. Was ist denn jetzt wieder hergekommen? Beziehungsweise hätte ich auch schon gefragt, was hast du denn wieder alles bestellt? Und ich so, das sind PR-Pakete. Ich habe eine gute Ausrede, Ladies. Eine gute Ausrede. Ist in Ordnung, wird schön. So, ich kann mir das tatsächlich überall eigentlich schön vorstellen. Also es ist wirklich eine schöne, coole Sache. Kann man auch in den Garten stellen. Ist eigentlich ja, relativ robust. Man könnte vielleicht gucken, ob man unten sonst so ein paar Noppen nimmt und dann festmacht. Aber es sieht wirklich cooler aus. Ich könnte das nicht in mein Ankleidezimmer stellen, weil ich keinen Platz dafür habe. Ich kann aber später einfach mal schauen, wo es hinpasst. Also es ist jetzt nichts. Ja, aber ich frage mich, was ich hatte. Ich habe jetzt noch ganz schnell das zweite hier ausgepackt. Ich finde die wirklich sehr schön. Auch so cool, einfach auf den Esstisch oder auf den Couchtisch oder halt verteilt oder in den Bädern. In den Bädern sieht das bestimmt auch richtig schön aus. Ich muss tatsächlich sagen, mein Bad ist mir zu kahl. Das mittlere Badezimmer, da muss ich mal gucken, was ich mache, weil ich habe jetzt auch keine Parfums mehr da rumstehen. Also ich habe jetzt meinen Mann gebeten, die da mal wegzunehmen. Ich stelle mir eher, also auch die Wasserpflanze, da stelle ich mir, glaube ich, noch ein paar mehr da einfach hin. Oder eine größere Vase mit der einen. Ich wollte eigentlich TK Maxx oder so und so ein bisschen nach Deko und Kerzen und so weiter gucken. Ich bekenne mich schuldig, auch das habe ich selbst bestellt. Das sind nämlich Vorhänge, schwarze aus Samt. Die wollte ich unten für den Kinoraum, da sind ja aktuell goldene. Und ich wollte ja schwarze Gardinenstangen und eben schwarze Vorhänge. Und ich habe wirklich super lang gesucht, bis ich die gefunden habe. Die waren nicht so teuer, weil meine unten, die waren super, super teuer. Die haben schon pro Schal. Ich hatte die damals auch in der alten Wohnung noch und hier wieder. Und jetzt will ich gerne mal tauschen mit Schwarz. Ich habe mir die jetzt mal mitgenommen. Die fühlen sich schon sehr gut an. Die sind natürlich nicht so qualitativ hochwertig. Meine sind wirklich, also was heißt nicht qualitativ hochwertig? Die sind einfach ein bisschen dünner. Ich weiß jetzt nicht, ob das dann etwas an der Qualität macht. Ich glaube ja nicht. Schon schön, oder? Schon so ein schönes Schwarz. Das hätte vielleicht noch ein bisschen satter sein können. Aber ich finde so schwarze Gardinenstangen, schwarze Gardinen in... im Kino. Voll schön. Tatsächlich ganze 3 Male bestellt. Ich glaube, das Paket schmeiße ich nicht weg. Ich glaube, ich tue es alles rein. Falls irgendwas sein sollte, die Länge doch falsch gewählt wurde oder so. Dann was sehr unspektakuläres. Wäscheleine, die habe ich jetzt bei Meine ist wackelig. Teilweise gehen diese Dinger einfach ab. Also diese Schlaufen da. Man ist
dasselbe geholt, was meine Mama hat. Immer a good idea. Tada! Das ist hier einmal die Wäscheleine. Die ist auch so ausziehbar. Auch sehr cool. Ich habe noch, wo habe ich jetzt das Messer hin? Weg. Ich wollte dieses Messer die ganze Zeit. Naja, auf jeden Fall, ich habe noch eine Staffelei geholt beim Bauhaus. Ich habe euch da damals mitgenommen. Ich weiß nicht, ob ihr das Video geguckt habt. Aber ich habe euch mitgenommen zum Bauhaus und da habe ich euch eine coole Sache gezeigt. Und das ist jetzt die Staffelei, die ich dann geholt habe. Die sieht so aus. Auch nur dieses große Paket ist auch nur ein Keilrahmen. Also es ist alles sehr leicht. Macht euch keine Sorgen. Staffelei, ich gucke jetzt mal kurz deine Anleitung. Ich will nur das Papier mal loswerden. Wisst ihr, das können wir nachher zusammen aufbauen. Aber ich will dieses Papier endlich loswerden. Das werde ich auch noch auspacken, weil ich wirklich das einfach weghaben will, dieses Papier. Die Kartons stehen jetzt seit Tagen im Flur und ich warte nur darauf, dass ich dieses Video drehen kann. Wisst ihr, was ich richtig Lust habe auf den Freizeittag? Ich habe so Lust, dann Freizeittag zu gehen. Ich muss da auch nicht fahren, ist schon okay, dass ich das nicht darf. Aber ich habe wirklich Lust, da einfach hinzugehen. Das ist jetzt meine Keilrahmen. Das wird mein Mann mir nachher aufbauen. Ich kann nicht so richtig, oder ich versuche das mal gucken, ob es klappt oder nicht. Brauche im Moment sehr viel Hilfe, wenn es um so schwerere Sachen geht. Aber die muss man aneinander hämmern. Ich habe noch Leinwandrolle unten. Das müsste man einfach nur drum spannen. Ich habe auch noch einen Handtacker. Ich stelle jetzt mal zur Seite. Weil jetzt kann dann endlich mal die Küche geputzt werden, ne? Ich bin jetzt nochmal hochgegangen, um mich nochmal umzuziehen, weil es einfach sehr warm war in diesem Kaschmir-Pullover. Und beim Anziehen habe ich mir gerade die Augenbrauen runtergedrückt. Und ich bin wirklich ein Fan von diesem Lifting geworden. I like. Ich habe übrigens auch noch ein paar Sachen von The Frankie Shop bei Farfetch damals bestellt. So Shirts, die ich sehr gerne mag und die ich auch nur dort gefunden habe. Also die Marke kann ich auch noch sehr empfehlen. Ich werde jetzt einmal hier meine Haare zusammen machen und erstmal was kochen, bevor wir hier weitermachen. Ich habe allerdings diese Dinger hier aufgebaut. Das sind meine Hutstände. Also da kommt später nur ein Hut drauf. Allerdings finde ich sie nicht hochwertig, weil sie sind tatsächlich komplett aus Plastik. Also es ist, ich weiß nicht, warum ich nicht nochmal genau nachgelesen habe. Ich dachte ehrlich gesagt, das wäre Metall oder irgendwie hochwertiger. Aber naja, vielleicht erkennt man es nicht so doll, wenn da jetzt gleich noch ein Hut drauf steht. Meine Klammer, mein Handy und dann geht es nochmal ab nach unten. So. Jetzt mache ich Lachs, den habe ich heute Morgen aufgetaut. Da liegen Zwiebelscheiben drunter und das ist in so einem Alu-Schiffchen mit Backpapier, damit es auch nicht klebt. Also wirklich, die Zwiebel gibt ein bisschen Aroma, aber das klebt dann auch wirklich nicht auf dem Boden. Und darüber gebe ich jetzt Zitrone, Olivenöl und Honig und natürlich auch noch Gewürze. Ich habe heute Morgen auch wieder fleißig Zitrone gepresst. Das ist wirklich, ich glaube, 6-7 Zitronen oder 6 Zitronen oder so und hält eine Woche, 10 Tage ungefähr bei mir im Kühlschrank. Dann habe ich es eh aufgebraucht, eigentlich noch schneller. Das kann in 10 Minuten in den Ofen wirken. Das ist das einfachste und schnellste Essen ever. Einfach Honig, Zitrone, Olivenöl. Ich glaube, ich mache noch ein kleines bisschen Dill drüber. Und hier schmilzt gerade Butter, damit ich ein bisschen Gemüse da drin anbraten kann. Ja, das war's dann. Tada, da ist das Essen. Und in der Zeit habe ich auch schon angefangen zu schneiden für das nächste Video. Bon Appetit! Ich habe noch fleißig einen Kuchen gebacken, weil ich nämlich heute Abend Besuch von meinen Freunden bekomme. Das ist ein Kirsch-Vanille-Pudding-Kuchen. Und ich werde schon mal den Tisch decken, damit ich gleich nichts mehr machen muss hier. Hier sind noch Servietten, die ich gefunden habe unten. Damit wollte ich mal Vasen bekleben, habe ich nicht mehr gemacht. Jetzt poliere ich das Besteck und decke den Tisch. Tischlein, deck dich! So, ich bin mal wieder unterwegs. Ich kriege ja gleich Besuch, habe ich erzählt. Ich möchte gerne so kleine Gastgeschenke kaufen. Ich habe mir jetzt gedacht, auf dem Teller sieht es irgendwie so leer aus. Vielleicht wäre es schön, wenn jeder eine Kerze oder sowas bekommt. Deswegen fahre ich gerade bei uns. Ist so ein, ja, da ist so dänisches Bettenlager und DM. Sorry, ich habe wieder einen Bonbon im Mund. Weil wenn ich nichts irgendwie habe, wenn mir übel ist, kriege ich mich nicht abgelenkt von dieser Übelkeit, ne? Ja, deswegen fahre ich jetzt gerade dahin. Den Kuchen holt mein Mann gleich raus. Der ist auch gleich aber wieder weg, meine ich. Ich weiß nicht, ob er noch auf das Auto wartet. Gerade stand von gegenüber die Nachbarstochter vor der Tür und hat geweint und geweint. Und ich so, ist alles okay? Sie so, nein, meine Schwester, meine Mama machen nicht auf. Und sie ist mir direkt entgegengelaufen. Sie war gar nicht schüchtern. Sie kam direkt.
Und da kam auch direkt ein Auto. Ich dachte schon, oh mein Gott, also ich habe direkt gerufen, bleib stehen, da ist ein Auto. Und dann bin ich halt rübergegangen und dann meinte sie, aber das Auto steht doch da und so. Und ich so, mach dir keine Sorgen, die werden irgendwas gerade machen und dich nicht hören. Vielleicht ist die Mama gerade am Saugen oder so. Und dann machte in dem Moment auch noch die andere Nachbarin das Fenster auf und sagte so, so und so, was ist los? Also den Namen von der Kleinen, dann was ist los? Und dann sie so, meine Mama macht nicht auf. Und dann meinte sie, möchtest du reinkommen? Und dann war ich erstmal erleichtert, weil sonst wäre ich echt nicht gefahren. Dänisches Bettenlager, das heißt ja nicht mehr dänisches Bettenlager, das heißt jetzt Dusk. Oder? Jysk? Jysk! Da, ich glaube Jysk oder so heißt es. Da gehe ich jetzt mal rein und dann sind hier so mehrere Läden. Und ja, schaue ich mal, ob ich da was finde. Ich bin zurück zu Hause. Ich habe denen Servietten geholt in so einem richtig schönen Beige. Also wirklich sehr, sehr schönes Oatmeal-y Beige. Dann habe ich bei Teddy diese Schleifen gefunden, womit ich gleich die Kerzen einpacke, die ich geholt habe. Und zwar habe ich so graue Kerzen geholt. Plus diese Kerzenständer hier, die waren bei Jinsk oder wie es jetzt heißt, im Sale. Habe ich direkt mitgenommen. Ein süßes kleines Geschenk, was man ab und zu mal machen kann. Das mache ich wirklich nicht oft, wenn die kommen. Aber das ist jetzt, glaube ich, sogar das erste Mal. Aber ich finde es ganz nett. Oh, I'm in love. So schön herbstlich habe ich jetzt gerade. Hier sind die alten noch. Die alten Bezüge der Kissen. Und hier sind die neuen. Ich habe jetzt mich zwischen so einer ja, Leinenversion und so samt vorne und hinten entschieden. Und ja, ich finde es sehr, sehr hübsch. Ich bin mittlerweile ein bisschen sweaty geworden. Mir ist heiß, dann quill ich auch immer auf. Und habe ich euch schon den Tisch gezeigt? Nee, oder? Jetzt ist der Tisch auch fertig. Hier sind die Geschenke für die Mädels. Natürlich bei mir selbst nicht gemacht. Aber hier sind die Geschenke für die. Dann mache ich noch die Kerzen an. Ich mache jetzt gleich noch einen Salat. Weil wir bestellen nämlich Essen. Und ja, deswegen habe ich gedacht, wenigstens einen Salat mache ich selbst. Es fehlen noch Gläser, fällt mir gerade auf. Und ich muss noch mein Gesicht ein bisschen auffrischen. Ja, noch eine gute halbe Stunde Zeit, 40 Minuten, schaffe ich easy. Mir ist gestern eine sehr lustige Story passiert. Einen wunderschönen guten Morgen. Mir ist gestern das Lustigste und Dümmste passiert, was ich die ganze Zeit, vor ich die ganze Zeit Angst hatte. Concealer ist ein bisschen viel. Ich habe gestern ein Bild gepostet, bei dem ich Schiss hatte, dass es irgendwann irgendwer anders postet. Also in der Stadt mich irgendjemand fotografiert und meinen Babybauch postet, weil ich schon sehr früh einen hatte. Oder Insta-Fakes oder so, ne? Und was habe ich gestern Abend gemacht? Ich habe ein Selfie gemacht. Meine Freundin hat in dem Moment geklingelt. Ich habe noch nie ein Selfie über Insta gemacht, um es dann meiner Freundin zu schicken. Weil Esra hatte mir in dem Moment abgesagt, ich wollte ihr ein Foto schicken von den Geschenken, die ich gemacht habe und von mir eins und sagen, ist nicht schlimm. Ich bin trotzdem noch da, ich werde dich trotzdem noch sehen. Und in dem Moment klingelt aber meine Freundin und ich poste dieses Bild in meine Story. Und ich habe es locker eine Viertelstunde so gelassen. Fast 10.000 Leute haben es gesehen. Gott sei Dank habe ich es nicht noch länger drin gelassen. Und viele meinten so, oh, das ist ein Foodbaby, ist ein Foodbaby. Aber weil ich nämlich vorher in der Story gesagt habe, Leute, wenn ihr jetzt nicht kommt, dann esse ich alles alleine auf. Das ist eine Drohung. Und ja, aber jeder hat mir dann gratuliert und es war ein richtig trockenes Bild. Ich habe meine ganzen Nachrichten auf meinem Handy, meine Freunde, meine Cousinen so, hä, was ist das? Wieso machst du das so? Und so, ne? Ja, und dadurch, dass ich das am Sonntag posten wollte und heute ist Freitag, shit happens, jetzt muss ich es halt heute machen. Ich hatte gar keine Idee, wie ich es machen soll. Ich will auch keinen riesen Tamtam draus machen, wirklich nicht. Ich will einfach nur sagen jetzt und das ist gut. Und deswegen habe ich mich heute Morgen auch sehr glowy geschminkt. Die Tarané ist da, wir werden ein Reel drehen. Mal gucken, wie das wird. Ich habe mir das so ein bisschen, ich hatte auch einen Videografen für heute dann noch gestern Nacht klar gemacht. Der hat mir aber gesagt, dass sein Kind die ganze Nacht unruhig war und dass er halt nicht kommen kann. Und jetzt müssen wir gucken, wie wir das selbst machen. Ich wollte kein Riesenshooting oder irgendwas. Und ja, gestern, als das halt passiert ist, dachte ich mir so, jetzt kann ich mich nicht an eine Wand stellen und einfach den hier machen. Naja, egal. Ich habe jetzt Kerzen geholt, ich glaube 8 Millionen Stück, für 50 Euro, Leute. Ich habe nur 50 Euro bezahlt für diese Riesentüte mit Kerzen. Und die habe ich bei Teddy geholt. Boah, bitte, wie viel ich geholt habe. Guck mal bitte, wie viele das sind. Und am Ende sind es 54 Euro. Hätte ich die bei Depot geholt. Wäre ich jetzt arm. Die Alte ist hier, um mir zu helfen. Jeder Mensch hat mir abgesagt für heute. Und wir haben das jetzt gerade vorbereitet, wenn es scharf werden würde. Sieht das nicht wunderhübsch aus? Sieht so schön aus. Das und jetzt mal gucken, ob wir das hinkriegen so. Wir haben meine Kerze vergessen. Oh, wo? Ganz in der Ecke. Oh,
Die Arme. Jetzt machen wir noch ein Lichtchen an, damit man mich auch erkennt. Und danach geht's los. Ich habe mir ein weißes Kleid angezogen. Meine Haare noch mal ein bisschen durchgekämmt. Und hoffe, dass es jetzt klappt. Ich schaffe es immer wieder, dass es hier aussieht, als hätte eine Bombe explodiert. Heute kann man es vielleicht verstehen, weil wir wirklich die ganze Zeit so gestresst waren und alles rumgeschmissen haben, was wir gefunden haben. Und versucht haben irgendwie, ja, gestern Nacht schon Kleider anprobiert. Und hier sieht's aus. Das Video ist jetzt gepostet und ja, ich fühle mich so ein bisschen wässrig. Aber ich fahre jetzt in die Stadt und treffe mich mit den Mädels dort und... ja, mal gucken, wie der Tag so wird. Ich war sehr, sehr nervös. Jetzt ist es raus, jetzt ist es auch gut. Jetzt muss man auch nicht die ganze Zeit darüber diskutieren. Übrigens, ich habe nie Glück bei Zalando. Nie. Ich habe was bei Astrid & Mio bestellt von Zalando. Die haben ja so Piercings. Und ich habe diesen hier für meinen Tragus bestellt. Oder, also der ist ja auch wunderschön. Ich weiß nicht, warum meine Kamera echt einfach macht, was sie will. Aber das hier ist jetzt das Piercing und ich wollte... ich habe zwei davon bestellt. Die haben echt coole Piercings, also sehen wirklich sehr, sehr hübsch aus. Sehr schön. In der anderen Verpackung war nichts. Ich schwör's euch, die ist leer angekommen. Tara und ich haben gestern Nacht wirklich 30 Mal da reingeguckt. Nichts drin. Ich nehme jetzt aber meine Sachen. Und ja, ich war vom Acker. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich warte gerade beim Sport. Ich habe Oskar. Ich gehe aktuell zum Personal Training, weil er blöderweise heute war die Uhr leer. Aber die Male davor war die Uhr nie leer. Also konnte er immer auf meinen Puls gucken, während ich trainiert habe. Und hat mich dann, also er kennt sich aus mit Schwangeren trainieren, hat auch seine Frau schwanger zweimal trainiert und andere Frauen. Und deswegen kann ich ihm vertrauen und da zum Sport gehen. Und ja, das mache ich so zweimal in der Woche seit ungefähr jetzt. Das ist, glaube ich, erst die zweite Woche. Und kam wirklich, muss ich sagen, schwer in mein Büro. Also wenn ich hochgelaufen bin, hatte ich einen Puls von 300 gefühlt. Ich hatte einen sehr hohen Ruhepuls schon. Das haben wir am Anfang auch gemessen. Der jetzt deutlich runtergegangen ist. Also ich kann mich aktiver im Leben beteiligen. Und er macht immer nur zwei Sätze und wenig Wiederholung und hat halt immer einen Blick auf meinen Puls. Also wie gesagt, normalerweise habe ich die Uhr an und er guckt sich die ganze Zeit meinen Puls an. Und ja, ist wirklich sehr, sehr gut in dem, was er macht. Und ja, an diesem Montagmorgen bin ich schön eingefahren und habe das gemacht. Jetzt fahre ich wieder nach Hause. Ich habe ein bisschen Schiss, weil ich habe noch nichts gegessen. Und mir wird gerade übel. Und hier ist so eine Mücke oder was ist das denn? Wo bist du? Da kommt doch mal die Sonne raus. Dazu wird es kühler als gestern. Oh, die Sonne raus. Höchstens 15 Grad. Hallo. In Gütersloh und Unna 17 und Heinsberg und Borken kommt. Ich habe nämlich noch nichts gegessen und ja, das ist bei mir morgens nicht so gut, wenn ich noch nichts gegessen habe. Ich habe meine Banane vergessen. Ja, deswegen düse ich jetzt nach Hause, ohne viel zu labern, weil mir wird schon schlecht, während ich rede. Leute, wenn ihr sehen würdet, was ich hier gemacht habe. Mein ganzes Zimmer ist... ich habe es versucht irgendwie abzudunkeln. Und das hier war mein Setting für meine Fotos. Ich habe nämlich hier auf der Kamera, auf dem Laptop rotes Licht laufen lassen und dann Bilder gemacht, damit ich rotes Licht im Gesicht habe. Und zwar für eine Kampagne von dem Black Opium Extreme. Die Bilder kann ich euch noch nicht zeigen, aber das hat mir ins Gesicht geleuchtet und hier hängen Klamotten als Hintergrund. So sieht es vor mir aus. Und ich habe ein Kleid an, welches mir safe nicht mehr passen wird. Ich glaube, ich hatte das mal bei ASOS bestellt. Ich bin nicht ganz sicher. Wie ihr seht, ich habe mich schon fertig gemacht. Ich habe geduscht, meine Haare geföhnt und ja. Aber mein Kleid hinten ist war echt anstrengend. Also Sport, jetzt muss ich eigentlich noch eine Runde Pause machen.
Aber es geht nicht, weil das hier alles noch aufgeräumt werden muss. Ich habe hier noch ein H&M-Paket, das seht ihr im übernächsten Video. Upsi. Hier sind übrigens noch meine Deko-Elemente. Ich wollte ja noch dieses Zimmer hier komplett umdekorieren. Dieses Umdekorieren werdet ihr spätestens nächste Woche dann sehen, weil dann werde ich auch diesen Rahmen streichen. Das Ding ist, ich bin Donnerstag und Freitag in München. Heute muss ich mal gucken, wie weit ich komme, weil ich nämlich noch euer Q&A beantworten will, also eure Fragen beantworten will, wie das lief mit der Hormontherapie und so weiter. Da könnt ihr mir gerne hier noch was drunter schreiben, aber ansonsten gerne, also ich habe es über Instagram mit diesen Stickern dann gemacht. Das ist am besten, weil es dann am gebündeltsten ist. Aber ich werde mir natürlich eure Kommentare durchlesen und das ein oder andere rausfotografieren, was auch wichtig ist. So, ich habe eine Linsensuppe gemacht mit Topping, ein Salat und hier hinten ein Kartoffelauflauf mit Paprika und vegetarischen Hackbällchen. Okay, er reagiert nicht. Keine vegetarischen Hackbällchen. Ich habe die letzten Tage wirklich keine Süßigkeiten gegessen. Und jetzt habe ich mir so eine ganz kleine Schale mit ein paar Haribos und zwei Schokobons gemacht und gehe jetzt mein Video weiterschneiden, nachdem wir gegessen haben. Mein Vlog geht fast eine Stunde. Ich bin jetzt bei Schnitt 47 oder so. Nee, oh Gott, bei 51. Oh. Deswegen, in diesem Video wird nicht mehr dekoriert. Ich bin sowieso todesmüde. Also ich bin so müde. Ich muss eigentlich noch weiter arbeiten. Wir haben 17 Uhr. Aber wenn dieses Video fertig ist, was mich locker noch 45 Minuten kosten wird, dann werde ich eine Runde schlafen, komme, was wolle. Oh mein Gott, draußen. Es ist so schön herbstlich. Die Sonne scheint so und die Blätter liegen auf dem Boden. Und es ist einfach ein Traum, aber ich kann noch nicht rausgehen. Ich habe übrigens meine Frauenärztin gefragt, ob das okay ist, wenn ich in unseren Whirlpool gehe. Sie meinte, kein Problem. Ich habe, deswegen hat mein Mann jetzt einmal komplett den Whirlpool ausgeleert, das ganze Wasser ausgepumpt und dann kommt nochmal Frisches rein, frischer Filter und alles natürlich sehr, sehr sauber, damit ich da wenigstens so 10, 15 Minuten mal am Wochenende rein kann. Ja, aber ich beende jetzt den Vlog. Wir sehen uns am Mittwoch zu einem Q&A wieder. Rund ums Thema Schwangerschaft, also genau. Und danach werde ich das wahrscheinlich so integrieren, ungefähr so, wie es jetzt gerade ist, oder? Sagt mir gerne das Pensum, was ihr sehen wollt. Ich will keinen auf den Nerv gehen und sowas. Und will auch noch ein eigener Mensch sein, ohne dass ich nur davon rede. Und ja, deswegen bis Mittwoch, Leute. Ciao.